werden sie die Norden und Osten bis an den Ausgangsverteidigungsring vorstoßen, den Sowjets an der Haut erstützen. Ja, okay. Mit ziemlicher Fegelein. Eine große Verantwortung liegt in Ihrer Schuld. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unabdeckt. Das war ein Befehl! Mein Führer, als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Und daraufhin wird er, nachdem der Irrtum sich also herausstellt, wird er sogar befördert zum, ich glaube, man nennt es dann Kampf... Bedenken Sie, im Krieg um Berlin sind bereits 15.000 bis 20.000 der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Was Sie da vortragen, ist ein Hirngespinst. Ein ganz sogar verrückter Plan. Denken Sie an die Tausende von Verwundeten. Wir können nichts mehr für Sie tun. Mein Führer, die Befehle sind ausgearbeitet. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Offizier. Der Führer kann nicht als ruhmloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel. Oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Mein Führer, wir brauchen eine Anweisung für den Fall, dass die letzten Munitionsreserven aufgebraucht sind. Ich werde niemals kapitulieren, niemals. Ich untersage Ihnen, wie jedem anderen Truppenführer, die Kapitulation. Leute liquidieren zu lassen, und keiner würde je einen solchen Befehl missachten. Und also ist die Frage, wie ist das geworden? Dass die Führer dieses Volkes wirklich eigentlich nur in einer Art und Weise religiöse Irre waren. Sie mich schätzen. Что такое? Товарищ генерал, немецкая делегация прибыла. Что, уже? Они в прихожей. Товарищ полковник, я не знаю. Пусть господа немного подождут. В чем дело? Ну, посмотри там в шкафу. Пусть направлюсь, забирайтесь. Давайте же! Молчок. Простите! Мы знакомы. Мы несколько раз виделись в Кремле до войны. Я был тогда атташе немецкого дипломатического корпуса. Господин генерал, какие известия? Я сообщаю вам, что Адольф Гитлер и его жена покончили с собой. Нам это известно. Это невероятно. Я уполномочен правительством вступить с вами в переговоры о заключении мира между нашими государствами, понесшими самые большие потери в этой войне. Господин генерал, вы бы сами заключили бы со мной мир в подобной ситуации? Такова моя задача. Тогда доложите вашему новому правительству следующее. Берлин должен безоговорочно капитулировать. Все капитулирующие должны сложить оружие. Вот тогда и поговорим. На безоговорочную капитуляцию мое правительство не пойдет. Сложившаяся ситуация не предполагает альтернативы.
Ich muss den Führer sprechen. In welcher Sache? Ich soll erschossen werden. Warten Sie hier. Die Waffen bitte. Hier nicht. Wache 2? Verstanden. Herr General? Sie nicht. Was geht hier eigentlich vor? Warum soll ich erschossen werden? Sie wissen von dem Befehl des Führers, dass ein Ausweichen nach Westen für alle ausdrücklich verboten ist. Offiziere, die sich dieser Anordnung nicht bedingungslos fügen, sind festzunehmen und augenblicklich zu erschießen. Wovon reden Sie? Meine Einheiten stehen seit Tagen in schwersten Kämpfen. Mein Gefechtsstand ist 1 Kilometer von der vordersten Kampflinie entfernt. Weiter? Sehen Sie das? Ich verbitte mir Ihren schnottrigen Ton. Und jetzt tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich glaube, Sie sollten die Sache dem Führer selbst vortragen. Kommen Sie mit. Ich gratuliere, Ihr Vortrag hat den Führer beeindruckt. Er ernennt Sie zum Kommandanten der Verteidigung von Berlin. Es wäre besser, er hätte befohlen, mich zu erschießen. Dann ginge dieser Kelch an mir vorüber. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Ich melde, der Führer ist tot. Verrat an meiner Person! An meiner Person!